Anfang der 80er Jahre sind auf den Straßen und Plätzen der Republik immer häufiger Punks anzutreffen. Die aggressive Trotzigkeit der jungen Leute, denen der Staat und die Zukunft egal sind, beunruhigt die Regierenden. Die Punkszene wird von der Stasi überwacht und bekämpft. Angezogen von Weltsicht und Lebensgefühl der Punkbewegung gründet Trötsch mit drei anderen Musikern eine Band, die laute Punkrockmusik spielt. Sie geben ihr den Namen Die Firma, in der DDR ein Pseudonym für die Stasi. Meine Texte sind extremer geworden. Kleine dreckige Kinder spielen Räuber und Gendarm in der ZZDDR, sozusagen, habe ich dann auch gesungen. Diese politisch-garstig-Lied-Variante habe ich dann auch immer weitergemacht. Also ich habe dabei ja nicht gemerkt, dass das auf einmal angeblich staatsfeindlich wurde. So für mich war das ein ganz normales Ding. Also ich wollte schon die Gesellschaft hier verändern, in diesem Osten. Trotz der staatlichen Versuche, die Punks von der Bildfläche zu verdrängen, blüht die Szene auf und gewinnt an Anziehungskraft. Die Firma wird zu einer vielbeschäftigten Band, immer unterwegs zwischen Berliner Hinterhäusern und Bühnen im ganzen Land. Also Proberäume gab es damals, irgendwelche stillgelegten Wohnungen, Seitenflügel, Hinterhäuser, da gab es genug Möglichkeiten. Haben geprobt und am Wochenende sind wir mal losgefahren. Einer hat den alten Volga-Anhänger ran, Anlage rein und ab. Auf jeden Fall haben wir einen riesen Publikumsstamm auf einmal gehabt und wussten ja nicht mehr woher. Das ging also innerhalb von wirklich 2, 3, 4 Monaten, waren wir eine ziemlich gefragte Band. Und wenn wir nicht staatlich spielen konnten, dann haben wir die in der Kirche gemacht. Ach, es sind die alten Helden, schon längst erredet. Und der Fortschritt wird für neue Töne an unsere Tür. Man schaltet ab, die alten Revolutionen am Satz sein, so vermüdet. Regelmäßig liefert Trötsch Berichte an das MFS. Darin geht es um die legendären Bluesmessen in der Berliner Erlöserkirche und deren Pfarrer Eppelmann. Aber auch um Musiker und Personen aus der politischen Opposition, zu denen Trötsch Kontakt hat. Dafür erhält er von der Stasi monatlich 300 Mark und wird mit einer Medaille für seine treuen Dienste ausgezeichnet. Ich habe praktisch ein doppeltes Spiel gespielt, habe ich mir damals eingebildet, dass das alles gut geht. So, ist ja auch gut hier, ja, und so weiter. Sonst hätte ich keine Band gründen können, die Firma ist. Ich habe ja so eine Einstufung gekriegt als die Firma. Ja. Ich habe ja auch immer gesagt, Stasi, ich bin da bei der Stasi. Krieg doch mal meinen Bandname. Haben sie alle gelacht zwar und keiner hat es mir geglaubt, aber dafür kann ich ja nicht. Ja, ich konnte dadurch Sachen machen, die ich hätte sonst nicht machen können. Das war zwar nur auch nicht absolut ehrlich, dann immer den ehrlich meine Meinung sagen, das ist überhaupt nicht. Ich hab's gesungen. Ich konnte das singen, was ich relativ wollte. Und das war mir am wichtigsten. Die Stasi setzt unzählige Mitarbeiter auf die Subkultur an. Immer wieder versuchen sie, Künstler direkt anzuwerben, um die Szene von innen heraus zu kontrollieren. Aufführungen und Kunstwerke werden genauestens protokolliert und interpretiert. Ein absurder Aufwand für eine Szene, die nur wenige hundert Künstler umfasst. Die Künstler wissen natürlich um die Bespitzelungen und entwickeln eigene Strategien, damit umzugehen. Frank Tröger trifft sich noch manchmal mit einigen befreundeten Musikern zum Proben, doch Auftrittsmöglichkeiten gibt es nur noch selten. Neben seinem schlechten Gesundheitszustand hat er auch immer wieder mit Vorwürfen wegen seiner Stasi-Tätigkeit zu kämpfen. Feder gelassen habe ich natürlich dabei, eine gewisse Zeit lang. Man sich immer wieder gefragt hat, manchmal nachts aufgewacht, ja scheiße, was hast du denn eigentlich wirklich gemacht? Oder inwiefern verdrängst du das nur? Ich würde gerne nochmal bei Null anfangen. Also eine andere Antwort kann ich darauf nicht geben. Aber es geht natürlich nicht.
mein Vorbild war ich, wie ich mir vorstelle zu sein, das ist nicht eingetroffen. Aber ich denke, ich werde den Teufel tun, darüber nachzudenken. Also ein bisschen so wegschieben kann man ja immer, auch im Alter.